Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe ein Möbelstück bekommen von Gulliver letztes Mal, und zwar ein Fass. Das ist unser erstes Piratenmöbel. Das sieht echt ganz schön cool aus, finde ich. Ich hätte mich zwar über andere Sachen wahrscheinlich mehr gefreut, aber naja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? So. Und mein Dings ist fast voll, mein Lager. Deswegen habe ich überlegt, ob ich vielleicht die ganzen Möbelstücke zu meinem Zweitaccountchen machen werde. Aber das mache ich dann wahrscheinlich eher offscreen oder so. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir den Napoleon-Fisch noch. Sei geruhig, träum, entspann dich ruhig ein wenig in meinem Domizil, Moritz. Lass uns plaudern. Moritz, eine Frage. Weißt du, was Chihiro in puncto Comics bevorzugt? Ah, das hätte ich mir wohl denken können. Schließlich scheint ihr beide gut zu harmonieren. Man könnte fast neidisch werden. Oh, alter Junge. Chihiro war jetzt gefühlt 2 Monate gar nicht mehr auf der Insel, ja? Wieso erkennt ihr die alle noch, ey? Könnt lieber mit mir reden, ja? Könnt lieber mit mir reden. Märchenkleid, okay. So, jetzt erzähl mir mal was Brauchbares. Hast du da einen Goldmistkäfer? Ich wäre sehr daran interessiert. Ich biete dir auch verkauft hier, bitteschön. Sehr schön, aber stell dir nicht in deine Wohnung, ja? Du hast da schon irgendeinen Insekt da oben. Das reicht, glaube ich. Naja, zumindest habe ich ihr eine Freude gemacht. Sehr schön. Dann gucken wir mal kurz hier im Shoppi nach, ob es hier was Schönes gibt. Wahrscheinlich nicht, aber naja. Vielleicht ja schon, ne? Vielleicht ja schon. Oh. So eine Decke haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Oh, hallo, Olivia. Die gefällt es dir also so gut, Moritz. Ich liebe diesen Ort. Juhu. Es hat mich hierher gezogen, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, dass hier ein Schnäppchen auf mich wartet. Ja, schön. So, ich kaufe hier das Strandtuch. Ja, nehme ich. Sehr schön. Dankeschön. Endlich mal was Schönes hier. So, was haben wir hier noch? Nichts. Okay. Okay, okay, okay. Ich könnte jetzt natürlich wieder über meinen Traum reden, ne? Aber es juckt mich so furchtbar, ich werde noch verrückt. Na, wie geht's denn so? Juhuk. Juhuk. Guck mal, König, fällt dir irgendwas an mir auf? Oh ja. Dieses Kung-Fu-Hemd. Achso, ja, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber du hast einen Floh. Du bist voller Flöhe. Oh, ich habe dich befreit. Bitteschön. Ah, ich bin erlöst. Ich schätze, ich bin dir was schuldig, König. Ja. Tschüss. Ure wach, sage ich dann nur. Ja. Gott. Kann ich den Traum erzählen? Ja, ne? Ich glaube schon. Du bist nicht riesig, das brauche ich nicht. Danke. Ich weiß aber gar nicht, wie der überhaupt zustande gekommen ist. Na, ich schreibe ihn, glaube ich, nur auf. Nee, kein Traum für euch heute. Vielleicht erzähle ich dir morgen, ja? Wenn ich meine Gedanken klarer gefasst habe. Weil momentan weiß ich die Handlung gar nicht mehr. Ich weiß, dass irgendwelche 2 Einhörner weggerannt sind. Waren es Einhörner oder einfach nur weiße Pferde? Es könnten auch nur weiße Pferde gewesen sein. War richtig. War eigentlich ein cooler Traum. Mal wieder. So, hallo, Herr Koala. Sie haben auch nichts, ne? Ja, tschüss. Sie könnten auch mal langsam umziehen, ja? Also, es wird langsam Zeit, dass man hier wieder jemand auszieht. Ist ja nicht zu fassen, dass hier niemand ausziehen will. Nur weil die Stadt so wunderschön ist. Oh, im nächsten Part könnten wir vielleicht mal wieder irgendwie einen Ort bauen. Ich habe ja schon gesagt, den See könnten wir machen.
Das fände ich vielleicht ganz cool, dass wir einfach. Warte. Heute haben wir Mittwoch, ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Nee, Freitag auf jeden Fall nicht. Freitag muss ich eine Serie schauen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig für mich. Ach, ich habe außerdem noch was Neues hier gefangen. Und zwar so eine Riesenasse. Genau, die habe ich noch gefangen. Cool. Vielleicht machen wir es morgen. Morgen muss ich Pizzateig machen. Aber erst morgen Abend. Dass ich dann zu der neuen Serie der Pizza essen kann. Ja. Eine Goldblitzkatze, die habe ich ja schon. Oh, sind hier noch Riesenmuscheln? Ne, leider nicht. Okay. Gut, ich habe gesehen, der Schuhheini ist nur da. Können wir zu dem noch hingehen? Ah, warte, wir könnten hier mal eben kurz gucken, ob hier welche zu Hause sind. Nee. Und ja. Hier waren wir schon lange nicht mehr drin. Ich glaube, hier wohnt Lukas, oder? Wer wohnt hier? Ja, Lukas wohnt hier. Naja. Man soll ja da mal wohnen, ne? Ja, ich kann euch echt nur Bruchstücke zurzeit. Ich muss erstmal meine Gedanken zusammenfassen, ja. Wann was passiert ist im Traum. Und dann kann ich ihn euch erzählen. Guten Morgen. Oh ja, ja, ja. Gehörst du heute auch zu dem Frühaufstehen? Training, Training, Training. Das ist das Wichtigste im Leben. Nee, nee. Oh, Kabuki, sammelst du Pizza? Oh, du bist Miau. Ich mach trockenes Wetter. Dann tun mir die Knochen etwas weniger weh. Als sonst, Miau. Na, wie geht's denn so, Miau? Moment mal, sehe ich richtig? Hast du da etwa tatsächlich einen Floh? Wärst du bereit, dich davon zu trennen für, sagen wir, einer 5 Sternis? Klaro. Meinst du das ernst? Zum Glück habe ich gefragt. Kabuki setzt ihn gleich bestimmt auf. Hier, Sigmund. Heißt das Sigmund? Siegfried, ne? Dann kann ich schon wieder hier auf Jagd gehen. So, hallo Gerd. Oh, hallo, hallo. Hallihallo. Ist das nicht ein wunderschöner Tag, um ein paar Blümchen zu verkaufen? Und vielleicht ein Besuch dazu? Du hast Glück. Denn heute verkaufe ich die Hortennisse. Zu dieser Jahreszeit zeigt sie ihre volle Pracht. Also mach dich bald ans Einpflanzen. Wie darf ich dir heute weiterhelfen? Aber selbstverständlich. Wirf ruhig einen Blick auf die Blumensamen und Setzlinge, die ich heute dabei habe. Brauche ich alles nicht. Sorry. Ganz wie du magst. Wenn du mich brauchst, findest du mich hier. Okay. Gerd, danke. Danke, danke für diese Erlösung. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den heute fangen. Weg mit der. Überall sind nur Sanddollars. Das finde ich ein bisschen gemein. Aber naja. So, heute habe ich nämlich nicht ganz so viel Zeit. Muss tatsächlich in 15 Minuten schon weg. Dann bin ich erst heute Abend um 15 Uhr wieder zu Hause. Ist ein bisschen blöd. Naja, es ist halt so. Es ist halt so, Alter. Oh, da war irgendwas. Egal. Oh, sorry, ne, dass ich gerade nicht rede, aber ich bin echt konzentriert hier. Den richtigen Fisch hier zu finden. Ach, gestern war die, Dings. Die Stadia PK, also Direct Air, weil es ein Video war.
kein möglicher Livestream. Dead by Daylight kommt jetzt für die Stadia raus. Also für mich waren da jetzt nicht sonderlich tolle News dabei. Eigentlich fast gar nichts. Alles Ramsch, würde ich fast sagen. Dass Stadia nicht gebraucht hätte. Stadia hätte ordentliche Spiele gebraucht. Und nicht irgendwie solche hässlichen Spiele, die niemand spielen will. Ich meine, Dead by Daylight ist nicht hässlich, aber mehr als Dead by Daylight gab es da jetzt nichts Besonderes. Watch Dogs auch. Aber sonst, ne? War da jetzt wirklich gar nichts. Also war echt mau das Programm mal wieder. Naja, was sollen sie machen, ne? Wenn man keine coolen Spiele hat. Da kann Stadia auch nichts dafür, dass die Entwickler nicht für deren Plattform was machen wollen. So, was haben wir hier Schönes? Und Mondfisch. Okay, Leute, das war's dann. Mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.